Während die Brandkatastrophe im sibirischen Kemerovo in Deutschland heute von der Presse schon wieder vergessen scheint, steht Russland nach den 64 Toten, davon 41 Kindern, landesweit unter Schock. Überall, auch tausende Kilometer entfernt, finden Gedenkveranstaltungen und Solidaritätsbekundungen statt. Das Land befindet sich in Staatstrauer. In Kemerovo selbst ist Russlands Präsident Putin vor Ort. Doch er kann sich dort nicht auf stilles Gedenken und Betroffenheit beschränken. Wir brauchen keine Blumen, wir brauchen Ordnung, zitiert die Online-Zeitung Medusa örtliche Bewohner. Denn es ist offensichtlich, dass eklatante Sicherheitsmängel beim Brandschutz, wahrscheinlich auch Korruption, Mitursachen der Katastrophe waren. Oppositionelle Kräfte glauben, hier würde nun sicher einiges unter den Teppich gekehrt. Diesem Eindruck muss Putin jetzt entgegenwirken, trifft sich deswegen mit Vertretern von Opferinitiativen und gibt eine Menge Anweisungen. Die Stimmung in der Stadt ist explosiv, eine unangemeldete Demo fand statt. Viele haben im Feuer geliebte Menschen verloren und gerade die vielen Kinder unter den Opfern machen die Leute zornig. Auch laufen Gerüchte durch die Stadt, die tatsächliche Anzahl der Opfer sei wesentlich höher gewesen. Sie musste sogar mit einem organisierten Besuch im örtlichen Leichenschauhaus bekämpft werden. Wie man für die Opfer von Kemerovo spenden kann, obwohl in Deutschland selbst nirgends gesammelt wird, erklärt euch Julia in einem Video, das ihr findet, wenn ihr den Link anklickt. Unter dem anderen Link ihr die weiteren News-Videos mit aktuellem aus Russland. Jeden Sonntag bei Russland TV. Abonniert uns für unabhängige Nachrichten aus Russland.